während die letzten Leute eintrudeln, würde ich schon mal anfangen. Also, willkommen zur zweiten Session hier. Wir hören jetzt von Michael Wiedeking einen Vortrag namens Funktionale Datenstrukturen. Michael ist Gründer der Mathema Software GmbH hier in Berlin. Wenn ich alles falsch? In Erlangen. In Erlangen. Du hörst ja schon was von Berlin, oder? Habe ich mich falsch informiert? Na gut. Okay. Schreibt sich selber als Sammler von Programmiersprachen und beschäftigt sich mit deren Implementierung, unter anderem mit seiner eigenen Algola, richtig ausgesprochen, genau. In einem Talk beschäftigt er sich mit funktionalen Datenstrukturen, insbesondere denen, die wir nicht so oft anschauen, nämlich darüber normale Listen und sowas hinaus, mit Mengen, Maps, Arrays, Queues, und beschäftigt mit der rein funktionalen, persistenten Datenstrukturen. Den Ton von Weber. Ich hoffe, dass mich jeder verstehen kann. Ich komme mir ein bisschen komisch vor, weil ich in Deutsch rede, alle anderen machen das in Englisch. Das akademische Niveau scheint sehr hoch zu sein, das hat mich ein bisschen verwirrt. Vielleicht hätte ich vorher mal das Programm anschauen sollen, was die anderen so machen. Wie dem auch sei, wer von euch programmiert denn funktional? Wer programmiert objektorientiert? Na, immerhin. Also ich komme ja eigentlich aus der Java-Welt, also eigentlich komme ich aus der C-Welt oder so, aber Java ist okay. Und bei Java hat man ja das Problem, da ist ja alles beweglich. Und das mit dem beweglich hat so seine Nachteile und deswegen tut man gut daran, sich so ein bisschen mit Immutable Datenstrukturen zu beschäftigen. Clojure hat da einen sehr großen Dienst erwiesen und man merkt das zum Beispiel daran, dass jetzt in Java 9 oder Java 10, also auf jeden Fall da, wo diese also früher musste man ja alles immer von Hand machen und jetzt gibt es eben List-of und Set-of und so weiter. Das heißt also, man kann konkret für den Datentyp, den man haben möchte, schon eine Immutable Collection anlegen. Das war früher sozusagen nur über Umwege möglich. Das geht jetzt direkt. Und was machen die? Die machen es genauso wie ein Clojure. Wie macht man denn sowas? Also wie sorgt man dafür, dass die Datenstrukturen immutable sind? Was für Nachteile oder Vorteile hat das? Wie können wir das mit Objektorientierung kombinieren? Und das Ganze würde Tage füllen. Wir haben eine Dreiviertelstunde. Jetzt noch 40 Minuten. Ich hoffe, das reicht. Also für ein bisschen was. Bisschen lauter. Hinten können mich alle verstehen? Ja. Ein Stückchen lauter. Noch lauter? Okay. Das erste Problem mit meinen Folien ist, ohne Worte, kennt jeder? Wie heißt das Gegenteil? Mit Worten? Mit Wörtern? Wie auch immer, spitzfindiges Detail. Der erste Teil des Vortrags kommt komplett ohne Wörter aus, also zumindest was die Folien anbetrifft. Und wir beschäftigen uns, wie man sieht, mit Listen, mit Bäumen und mit Arrays und mit Queues. Zu mehr reicht die Zeit nicht. Aber wenn wir das verstanden haben, können wir alles andere auch. Okay, das ist eine einfach verkettete Liste. Warum haben wir eine einfach verkettete Liste? Ja, weil eine doppelt verkettete Liste hat den Nachteil, dass wir sie, wenn sie immutable sein soll, tatsächlich für jedes Element neu erzeugt werden muss. Eine einfach verkettete Liste hat dieses Problem nicht, wie wir gleich sehen werden. Der Einfachheit halber gehen wir einfach davon aus, wir haben links unser Element, das wir speichern wollen, und rechts haben wir einen Verweis. Also ich könnte ja vielleicht fragen, wer hat noch keine verkettete Liste programmiert? Ja, das habe ich mir gedacht. Also können wir hier mit dem Teil also sehr viel schneller vorwärts gehen. Ob jetzt das Element, das wir haben, da oben links drin steht oder ob es eine Referenz ist auf das eigentliche Objekt, spielt überhaupt keine Rolle. Das einzig Wichtige ist auf jeden Fall, wenn wir sowas haben, dann sollte, und wir wollen immutable Datenstrukturen, dann tun wir sehr gut daran, dass die Objekte selber auch immutable sind. Das muss nicht unbedingt sein, aber wir verlieren einen Teil der Vorteile, wenn wir das Zeug immutable, wenn wir das Zeug mutable haben. Also, ne, immutable, wenn, dann ganz. Das ist vor allen Dingen wichtig, wenn wir irgendwas als Key verwenden für eine Map. Ja, sehr originell, dass Leute, also speziell in Java, gelegentlich schon mal irgendwas in eine Map reinschreiben und es nicht wiederfinden und sich wundern, warum. Ja. Okay, hier haben wir jetzt ein Element A
und das zeigt nirgendwo hin. Und wenn wir das Ganze in eine Liste schreiben, dann haben wir jetzt zum Beispiel eine Liste A und da steht eine 1 drin und da hinten, das ist dann Nil oder wie auch immer das entsprechende Element heißt in unserer Programmierumgebung. Also nix. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Liste von einem Element und wir haben eine Referenz auf diese Liste. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir irgendwas hinzufügen. Dann sieht das so aus. Hat sich an unserer ursprünglichen Liste irgendwas geändert? Nein. Das ist also das, was wir versuchen zu erreichen mit allen Datenstrukturen, nämlich dass sie persistent sind. Also dieses Persistent hat nichts mit der Persistenz von Datenbanken oder irgendwas zu tun, sondern einfach, dass wir eine Struktur haben und diese Struktur bleibt erhalten für alle, die die Struktur referenzieren. Wir bemühen uns jetzt bei dem Erweitern einer Struktur, also indem wir ein Element hinzufügen oder eins löschen oder wie auch immer, dass dann so viel wie möglich gleich bleibt. Und wir wollen sicherstellen, also wir wollen garantieren, dass tatsächlich alles, was noch referenziert wird, unverändert bleibt. Sonst hätte unser Immutable eben keinen Sinn. Noch ein Element dazu. Ich denke, ist klar. Hier sieht man jetzt, dass die Referenz A unverändert bleibt, auch wenn wir ein neues Element hinzufügen. Bei Java haben wir das Problem, wenn man zum Beispiel eine Java-Liste, wer kann Java? Da haben wir das Problem, dass wenn wir eine Mutable-Liste haben und da wird dann irgendwas verändert, dass wir dann sehr sorgfältig darauf achten müssen, wer noch diese Liste referenziert. Wenn wir das so machen, haben wir diese Probleme überhaupt nicht. Wir müssen uns nicht darum kümmern, wer was wann wie zugreift, wer was wann wie erweitert. Und das ist von unschätzbarem Wert, insbesondere dann auch im Zusammenhang mit Multithreading. Das heißt also, wir haben keine Sichtbarkeitsprobleme, weil wir sicherstellen können, also Java zum Beispiel garantiert uns, wenn wir ein Objekt erzeugen und dieses Objekt hat nur Final-Elemente, dass alle Final-Elemente nach der Konstruktionszeit für alle Threads sichtbar sind. Das ist also eine sehr starke Zusicherung, können wir aber nur erreichen, indem wir dann eben dieses Element hier vollständig neu erzeugen, alle beteiligten Komponenten Final sind, wir dann die Referenz sozusagen auch Final machen und wenn wir das dann publizieren, dieses Objekt, dann ist es für jedermann sichtbar, der eine Referenz darauf bekommt. Also wir brauchen nicht synchronisieren, nichts. Dass mit dem Final irgendwas synchronisiert wird, ist ein anderes Problem, aber es ist nicht unser Problem. Brauchen wir uns also nicht darum zu kümmern. Und dadurch, dass alle Dinge erhalten bleiben, haben wir auch das Problem nicht, dass wir uns darum kümmern müssen, ob wir irgendjemand mitteilen müssen, dass irgendwas geändert, brauchen wir nicht. Ja? Also alles, was sichtbar ist, ist für alle gleich sichtbar und gleichermaßen unverändert. Wenn wir ein Element entfernen wollen, dann geht das analog. Wir müssen eine Kopie machen von dem, also nicht entfernten Element, damit eben die Garantie, die wir vorher gegeben haben, also B soll ja unverändert bleiben, also müssen wir zwangsweise jetzt irgendetwas kopieren. Für uns hat das den Nachteil, dass die Dinge aufwendiger erscheinen, als eben das einfach das ja, Manipulieren des Objektes, wenn es mutable ist, aber wir haben ja gefordert, dass für alle, die irgendeine Referenz auf unsere Liste haben, das Verhalten unverändert bleibt. Das heißt also, wenn B 4321 haben soll, dann müssen wir zwangsläufig die 4 neu kopieren, um diese Zusicherung einhalten zu können. Und dann haben wir halt eine neue Liste, eine mit 421 und eine mit 4321, die unverändert geblieben ist. Das heißt also, wann immer wir eine Änderung vornehmen, müssen wir im schlimmsten Fall damit rechnen, dass wir von so ziemlich allem eine Kopie machen müssen. Dieses Kopie machen wollen wir natürlich auf ein Minimum reduzieren. Ja, wir können uns nicht leisten, wenn wir eine Liste von 1 Million Elemente haben, dass wir jedes Mal dann 1 Million Elemente kopieren. Wenn wir natürlich aus einer Liste von 1 Million Elemente das erste löschen, ja, dann müssen wir leider 999.999 Kopien machen. Das ist halt so. Aber typischerweise werden wir eine Liste nicht für diesen Zweck verwenden. Und da suchen wir uns dann halt die passende Datenstruktur aus, die für unsere Bedürfnisse so wenig wie möglich Aufwand erzeugt. Ja.
Ein Beispiel für so eine einfach verkettete Liste wäre ein Stack. Das hier ist jetzt so eine Art Mehrfach-Stack für einen Scope. Und wie man sieht, muss ich nicht wissen, wer was wann gemacht hat, sondern ich habe zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine Referenz auf irgendetwas, was erhalten bleibt. Also diese Dinge hier unten zum Beispiel haben irgendwelche Änderungen, also irgendwas Neues hinzugefügt, aber dieses B2 bleibt unverändert. Und dieses B2 da oben referenziert das F. Und wenn das dann jeweils meine Scopes sind, dann sieht man, der Scope F bleibt unverändert, wenn ich hier irgendwie eine neue Variable hinzufüge oder sowas. Und das ist also sehr, sehr nützlich, weil ich dann auch in den zu verschiedenen Zeitpunkten immer das Bild habe, das ich kenne. Also wenn ich hier dieses B2 referenziert habe, interessiert mich nicht die Bohne, dass irgendjemand irgendwann mal B21, B22 oder sowas erzeugt hat. Habe ich nichts mit zu tun. Das Schöne an der Sache ist auch, dass ich im Prinzip, wenn ich zum Beispiel wissen möchte, wie meine Datenstruktur zu einem beliebigen Zeitpunkt ausgesehen hat, ich nur eine Referenz auf diese Datenstruktur zu diesem Zeitpunkt behalten muss. Ja, also falls man mal Transaktionen machen möchte und man möchte dann wissen, wie hat das Ganze ausgesehen, als ich vor zwei Stunden irgendwas gemacht habe und ich habe die Referenz noch, naja, dann kann ich eben sehen, was ich vor 2 Stunden geglaubt habe. Ja, wenn die Referenz dann auf das B2 zeigt, dann weiß ich eben nur, dass B2 und F existiert hat. Alles andere weiß ich nicht. Und alles andere bleibt ja auch unverändert. Das hier ist neu dazugekommen, wunderbar. Alles andere bleibt. Das war jetzt aber zu einfach. Einfach verkettete Liste. Dann nehmen wir doch mal lieber einen Baum. Ein Baum ist im Prinzip eine einfach verkettete Liste von einfach verketteten Listen, die ein bisschen anders strukturiert sind. Das machen wir so. Wir haben in der Mitte unser Element. Links und rechts sind Zeiger auf irgendwelche Strukturen. Jetzt haben wir hier den Baum, der besteht aus 1, 2, 3, 6 Elementen und wie man sieht, referenzieren wir einen Knoten, da gibt es einen links und einen rechts. Ob das jetzt irgendwie organisiert ist, ist ein spitzfindiges Detail, hier ist es zufällig organisiert, so dass eben auf der linken Seite alle Werte stehen, die kleiner sind als 4, auf der rechten Seite die Elemente, die größer sind als 4. Das hat dann wieder praktische Vorteile. Wer mal in seiner Freizeit nichts zu tun hat oder mal nicht einschlafen kann, der kann dann die Wikipedia oder einschlägige Literatur konsultieren und dann kann man eben sehen, dass es Vorteile gibt, wenn man die Dinge so organisiert. Wobei es die Sache nicht unbedingt einfach macht, aber das ist ein völlig anderes Problem. Okay, wenn wir jetzt was hinzufügen wollen, dann sehen wir, vielleicht nicht auf Anhieb, aber so über kurz oder lang, dass wir all das kopieren müssen, was sozusagen über dem steht, was wir verändern wollen. Wir möchten hier ein neues Element 7 hinzufügen, an diese Stelle. Die alte Struktur muss erhalten bleiben, also müssen wir jetzt von hier beginnen, im Prinzip alles kopieren, weil sich dadurch, dass sich dieses hier geändert hat, sich das ändert, das hier muss ja unverändert bleiben, also brauchen wir eine Kopie davon. Dann haben wir dieses Ding, das wir auch kopieren müssen, weil sich ja das da geändert hat. Und damit haben wir nur einen Teil des Baumes neu anlegen müssen. Ja. Die 6 hätte man wiederverwenden können. Ja, das ist ein bisschen irreführend. Das heißt also, die 6 und die 6 sind dieselbe 6. Mhm. Das heißt also, wenn das eine Datenstruktur ist, die 20k groß ist, dann haben wir die nicht kopieren müssen, sondern nur die Referenz darauf. Das heißt also, was wir kopieren müssen, sind nur die Knoten, die wir brauchen zur Verwaltung unserer Struktur. Deswegen ist es hier ein bisschen ungeschickt, dass ich das hier eingebettet habe. Ich hätte eigentlich, wenn ich hier so einen Pfeil mache, auch hier einen Pfeil hinmachen können. Aber dann hätte es nicht mehr so schön ausgesehen. Dann hätte ich vor allen Dingen auch 3 Zeiger gehabt und nicht mehr nur 2. Und ich wollte ja nur 2 Zeiger haben. Okay, also ich denke, ist klar, alles das, was sich verändert, müssen wir kopieren und wir versuchen das zu minimieren und wie man ja sieht, müssen wir jetzt höchstens die Hälfte des Baums kopieren, so wie das hier aussieht. Wir müssen viel weniger kopieren als die Hälfte des Baums, wir müssen nämlich nur einen Pfad durch den Baum kopieren. Und wenn man sich das überlegt, Bäume sind ja sowieso sehr schöne Strukturen, weil der Aufwand, den wir da haben, relativ gering ist
Und das liegt halt daran bei einem Binärbaum, dass wenn wir ihn balanciert haben, also dass er eben möglichst gleichmäßig verteilt aussieht, dass wir dann eine Tiefe haben von log n, wenn wir n Elemente haben. Und das bedeutet halt eben auch, dass wir nur log n Kopien machen müssen, wenn wir irgendein Element hinzufügen oder entfernen. Unter bestimmten Umständen ist der Aufwand größer, aber den hätten wir dann auch, wenn wir eine mutable Datenstruktur hätten, weil wir dann ja versuchen, die Knoten zu verteilen, also zu vertauschen, sodass der Baum wieder balanciert ist. Ja, also was wir nicht haben wollen, ist, dass wir unter bestimmten Umständen eine Kette haben von 1 Million Elemente. Das wollen wir nicht. 1 Million würde bedeuten, also log von 1 Million wäre 20. Und das würde bedeuten, wir wollen einen Baum haben, der höchstens 20 tief ist. Und diese Rot-Schwarz-Bäume und die AVL-Bäume und wie sie alle heißen, da gibt man sich halt Mühe, das mit der Verteilung so geschickt zu machen, dass also der Aufwand zum Umverteilen so gering wie möglich ist, die Tiefe so klein wie möglich ist und eben der Baum so balanciert wie möglich ist. Da hätte ich die Folie gleich mal. Okay. So, das waren jetzt relativ einfache Strukturen. Warum sind die Strukturen so einfach? Naja, weil wir im Prinzip etwas irgendwo unterbringen und das bleibt dann da. Das ist so unbeweglich. Ja, also nicht, dass wir da jetzt, also soll nicht heißen, wir können nicht irgendwas einfügen, entfernen und so weiter, können wir alles machen. Aber trotzdem ist die Struktur relativ stabil. Das ist bei einer Queue was völlig anderes. Die Queue lebt davon, dass wir sie dauernd ändern. Und jetzt haben wir natürlich auch ein Problem, weil bei der Queue stecken wir tendenziell irgendwo was rein ans eine Ende und holen am anderen Ende was raus. Das ist neu. Vor allen Dingen macht das erstmal den Eindruck, als könnten wir das Problem gar nicht lösen. Ja, wir brauchen hier irgendwie... Also wenn wir es in Java machen würden und es wäre mutable, dann würden wir sagen, es ist eine doppelt verkettete Liste und dann nehmen wir entweder am einen oder am anderen Ende was raus oder schreiben da was rein. Und das funktioniert wunderbar, weil wir ja zwei Zeiger haben. Zwei Zeiger, haben wir schon gesagt, ist schlecht, weil wenn wir dann eine Queue haben, wo 1 Million Elemente drinstehen, dann müssen wir bei jeder Änderung die komplette Queue kopieren. Das ist nicht akzeptabel. Also ist die Frage, wie können wir das jetzt minimieren? Und eine gute Idee dafür ist folgendes. Wenn wir... ich bin nur leider nicht bei der Queue, sondern ich bin beim Array. Irgendwas stimmt doch nicht. Also, Entschuldigung. Das, was immer ich zur Queue gesagt habe, merken wir uns, legen das auf dem Stack ab und machen jetzt das Array. Entschuldigung. Das Array. Okay. Wir hatten gerade die Liste. Bei der Liste haben wir das Problem, dass wenn wir die aufgebaut haben, dass wenn wir 1 Million Elemente haben und wir wollen sozusagen das letzte Element von der Liste haben, dann müssen wir tatsächlich 1 Million mal minus 1 durch diese Liste durchgehen, bis wir dieses Element haben. Das ist nicht akzeptabel. Deswegen brauchen wir irgendetwas, was uns erlaubt, dass wir direkt darauf zugreifen können. Und das ist ein Array. Bei einem Array ist es halt so, dass es von der Speicherstruktur her eigentlich die beste Struktur ist, die wir haben können. Und zwar auch deswegen, weil sie von der Hardware am besten unterstützt wird. Das heißt also, wenn wir eine Liste haben, dann haben wir immer irgendwelche Knoten und diese Knoten sind irgendwie verkettet und die stehen irgendwo im Speicher. Und jetzt versucht man natürlich auch mit Speicherrandomisierung zu erreichen, dass diese Dinge möglichst nicht beieinander stehen, damit eben keiner Unfug damit machen kann. Das ist höchstgradig kontraproduktiv bei den modernen Prozessoren, weil es bedeutet, wenn wir ein Element von der Liste haben, haben wir noch nicht mal unser Element, sondern nur den Zeiger darauf, müssen also nochmal auf den Speicher zugreifen. Und wenn wir dann auf den Speicher zugegriffen haben, haben wir das Element. Jetzt stellen wir fest, es ist nicht das Richtige. Dann müssen wir also das nächste Element nehmen. Das ist irgendwo anders im Speicher, also muss auch das wieder in den Speicher geladen werden und so weiter. Falls sich jemand nicht vorstellen kann, was das bedeutet, etwas aus dem Speicher abzuholen, dem sei folgendes Bild erzählt. Sie sitzen bei sich auf dem Sofa und trinken ein Getränk Ihrer Wahl. Vorzugsweise aus der Flasche. So. Wenn Sie im Prinzip das Datum in einem Register stehen haben, dann haben Sie die Flasche in der Hand, die können Sie ansetzen, trinken, benutzen, kein Problem.
Wenn Sie die nicht im Register stehen haben, dann steht die vor Ihnen auf der Couch, auf dem Couchtisch. Das heißt also, Sie greifen nach vorne, nehmen sich das Ding, trinken, gut ist. Wenn es nicht im First Level Cache ist, dann ist es im Second Level Cache. Das heißt also, Sie müssen eventuell sozusagen sich auf das andere Ende vom Sofa bewegen und dann da unten hingreifen, wo die Ersatzflasche steht, die holen Sie dann. Die können Sie dann gleich benutzen und anschließend auf dem Tisch abstellen, damit Sie die wieder in erreichbarer Nähe haben. Wenn neben dem Sofa die gewünschte Flasche nicht steht, dann müssen Sie aufstehen und in die Küche gehen und sich da aus dem Kühlschrank was holen. Das ist der Third Level Cache. Und wenn Sie nichts im Cache haben, dann müssen Sie aufstehen, nach unten in die Garage gehen, in das Auto steigen, mit dem Auto zum nächsten Laden fahren, sich ein Bier holen und oder was auch immer Sie trinken mögen und fahren dann wieder zurück und dann können Sie es erst benutzen. Das heißt also, wenn Sie auf den Speicher zugreifen, können Sie im Prinzip mehrere tausend Sachen machen in Ihrem Rechner. Wenn Sie ein Array haben, dann haben Sie dieses Problem nicht, weil Sie haben das Lokalitätsprinzip also weitestgehend erfüllt, also zumindest wenn die Sachen direkt im Speicher untergebracht werden können. Und die in Java geben sich jetzt so viel Mühe, diese Value-Types einzuführen, damit sie nicht erst eine Referenz haben und dann das Objekt, sondern dass sie das Objekt direkt einbetten können in das Array. Und dann ist das im Prinzip optimal, insbesondere dann, wenn sie der Reihe nach die Elemente durchgehen. Weil während sie noch mit ihrem Datum arbeiten, weiß der Prozessor, vermutlich braucht er die nächsten auch und kann die schon reinholen, ohne dass sie da explizit drauf warten müssen. Okay, also. Wir brauchen irgendeine Form von Array und dieses Array erlaubt uns dann auch den wahlfreien Zugriff. Das heißt also, wenn wir auf das eine millionste Element zugreifen, dann macht die Hardware irgendwas und es spielt überhaupt keine Rolle. Wir müssen die Sachen nicht der Reihe nach durchgehen. Der lädt irgendwas in den Cache und wir können sofort auf das Datum zugreifen und idealerweise auf die 64 benachbarten Elemente auch. Vorausgesetzt, wir haben ein Byte. Ja, das heißt also, der lädt tendenziell 64 Byte in den Speicher, wenn das genügt. Für das, was wir untersuchen wollen, ist das natürlich ideal, weil es dann im Cache ist und sofort bearbeitet werden kann. Hier haben wir ein Array mit 8 Elementen. Wenn wir uns jetzt anschauen, die stehen da alle schön in der Reihe nach drin und ich kann auf die 2, die 7, die 5 und so weiter zugreifen. Wenn ich ein Array mit einem Element habe, naja, dann nehmen wir halt nur ein Array mit einem Element. Das scheint eine Platzverschwendung zu sein, aber es hat halt den Vorteil, dass wir tatsächlich so wenig Speicher wie möglich verbrauchen. Wir können nur ein Element da unterbringen und wenn wir jetzt ein zweites Element unterbringen wollen, besorgen wir halt ein neues Array. Wenn wir jetzt ein Element ändern wollen, hier in unserem Array mit den 8 Elementen, zum Beispiel das da, dann machen wir einfach eine Kopie. Das heißt, wir kopieren die 8 Elemente und fügen dann das neue Element da ein. Wenn wir eine Million Elemente hätten, dann würden wir jetzt eine Kopie von 1 Million Elemente machen, was nicht akzeptabel ist. Die Frage ist jetzt also, wie kann man das strukturieren, dass man eben nicht so viel kopieren muss. Dass wir was kopieren, ist nicht das Problem. Das ist der Preis, den wir für die Immutability bezahlen. Aber wir wollen halt den Aufwand minimieren. Und hier wird jetzt gezeigt, wie. Wir gehen einfach mal davon aus, dass wir sagen, ein Array hat nicht mehr als 4 Elemente. Hier haben wir ein Element mit 4 Elementen. Das heißt also, wenn es kleiner ist, haben wir kleinere Arrays, aber 4 ist also unser Maximum. Und wir wollen jetzt aber ein fünftes Element hinzufügen. Dann machen wir das so. Wir fügen einen neuen Knoten hinzu, der hat eine andere Art und der weiß halt, wenn man bei ihm zugreift, kann man nicht direkt darauf zugreifen, sondern indirekt. Und man teilt das dann auf in Vierergruppen und dann weiß man halt, okay, wenn ich die eine Vierergruppe in der ersten Vierergruppe liege, dann greife ich darauf zu und hier das bedeutet halt, ich erzeuge ein neues Element und füge ein kleines Array hinzu. Was passiert, wenn ich jetzt das nächste Element hinzunehme? Naja, ich mache eine Kopie von diesem Knoten da, wie bei dem Baum. Ich mache also eine Kopie davon und füge dem ein neues Array hinzu, kopiere die 5 da rein und habe dann das 6. Element. Das machen wir dann so weiter, bis wir dann hier sind. Hier sieht man, wir haben 4 mal 4 Elemente. Wir haben gesagt, jedes Array hat maximal 4 Elemente. Das heißt also, jetzt haben wir wieder ein Problem. Und wenn wir jetzt die 16 Elemente haben und wir wollen ein 17. hinzufügen, was machen wir dann? Wir führen es auf den bekannten Fall zurück. Wir duplizieren diesen Knoten, fügen oben noch einen drüber. Achso, stopp, nicht wir duplizieren den, das machen wir jetzt beim nächsten Mal. Wir machen einfach da oben wieder so ein Dödel hin und fügen ein neues Array hinzu. Das sieht dann so aus.
Damit wir nur gleichartige Dinge haben und nicht nochmal nachfragen müssen, ob es so oder so ist, haben wir jetzt hier auch noch einen Knoten hinzugefügt, nämlich ein Array mit einem Element. Und dann nochmal ein Array mit dem konkreten Element. Ja. Bei den vier Pfeilen auf die Arrays zeigen jetzt manche aufs Ende und manche auf den Anfang. Ist das künstlerische Freiheit? Oder ist das war künstlerische Freiheit. Okay. Ja. Also es zeigt auf das ganze Array und ich greife jeweils auf das Element 0 bis 3 zu. Ah, okay. Oder 1 bis 4, je nachdem wie die Nummerierung in der Programmiersprache eurer Wahl funktioniert. Das hier ist jetzt entsprechend ein Array, das nur aus Arts besteht. Wie viele Elemente hat dieses Ding? Also, das sind 4 mal 4 mal 4 mal 4 mal 4. Wie viele das auch immer sind. Also 4 ist 2 hoch 2, dann ist das 2, 4, 6, 8, 10. 1024 mal das A. Ja, aber es ist tatsächlich trivial. Also wir machen es jetzt mal spaßeshalber, wir fügen hier ein Element hinzu. Und was ändert sich dann? Naja, wir müssen jetzt irgendwie wissen, zu welchem Element wir kommen müssen. Und wir haben deswegen Vierergruppen gewählt, anstatt 5er, 7er oder 17er. Wir wollten eine Zweierpotenz, damit wir das jetzt sozusagen bitmäßig machen können. Also nicht, dass sich irgendjemand für Bitmuster interessieren würde. Wer hat in den letzten 4 Wochen ein bitweises XOR verwendet? Ja, das sind höchstens 20%. Ja, also kommt selten vor, aber für so einen Blödsinn muss man das tatsächlich machen. Oder kann man es machen, muss man nicht. Aber wenn man es macht, ist es deutlich schneller. Wir machen das nämlich jetzt so, dass wir sagen, wir haben einen Index und diesen Index teilen wir jetzt in Vierergruppen ein. Um je eine Vierergruppe ansprechen zu können, haben wir 2 Bit. Das heißt also, die niederwertigen Bits stehen für dieses Wort. Die nächsthöherwertigen stehen für dieses, die nächsthöheren für die. Ja? Damit kann ich jetzt 1024 Dinge adressieren. Und wenn ich da vorne das noch weitermache, dann geht es natürlich weiter. Und wenn ich insgesamt 32 Bit habe, kann ich wie immer meine 4 Giga-Elemente adressieren. Ja? Das ist jetzt also irgendeine Adresse, irgendein Index. Im Moment haben wir nicht mehr als 1024 Elemente, also können wir da die von 0 bis 1023 adressieren. Wenn ich jetzt mir diesen Index aussuche, da hätte ich jetzt mal hinschreiben können, was das für eine Zahl ist, ist aber eigentlich völlig egal, weil wir gehen jetzt her und extrahieren diese 2 Bit, die höchstwertigen. Und jetzt sehe ich, da steht eine 3 drin. Und dann wähle ich hier die, ich hoffe, ich habe von unten angefangen, 0123. Das heißt also, ich referenziere dieses Ding. Dann gehe ich da weiter und adressiere da die 0. Das ist das Ding. Und dann gehe ich da weiter und adressiere da die 012. Das ist das. Dann gehe ich weiter und adressiere die 3, 0123. Und dann gehe ich weiter und adressiere da die 1, 0, 1. Das ist das Element, das wir jetzt ändern wollen. Was hat das für Konsequenzen, wenn ich das ändern will? Naja, ich muss diesen Pfad natürlich auch kopieren, weil ich jetzt ja hier ein neues Element erzeugen werde, wo das A ausgetauscht ist. Das sieht dann so aus. Hier ist das neue Element, wo das A ausgetauscht wurde durch ein B. Und den Pfad, den ich vorhin durchgegangen bin, den muss ich entsprechend kopieren. Das heißt also, diese Kopie hier ist identisch bis auf dieses Element, nämlich das Element 3. Dann habe ich hier ein neues Element erzeugt und das hat die Stelle 0 neu. Dann habe ich da das Element 2 neu, da das Element 3 neu und hier das neue Element. Das heißt also, wenn ich eine Änderung irgendwo vornehme, dann gehe ich sozusagen von hier ausgehend rückwärts und erzeuge jedes Element neu, das ich geändert habe. Oh, das ist genau dasselbe, was wir in dem Baum auch gemacht haben.
Ja, weil das hier ist ein Baum. Und das einzige Besondere an diesem Baum ist, dass er eben nicht zwei Knoten links und rechts hat, sondern vier Knoten. Oder für was auch immer wir uns entscheiden. Wie schnell ist denn jetzt ein Zugriff? Naja, bei einem normalen Array würden wir jetzt bei 1024 Elemente sofort auf unseres zugreifen können. Hier geht das nicht. Wir brauchen hier 1, 2, 3, 4, 5 Hops. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist aber ganz schön langsam. Ja, aber dafür ist es immutable. Ist 5 Hops viel? Ja, ist dann Faktor 5. Spielt das eine Rolle? Nö. Sagen wir jetzt mal ganz frech. Wir sagen einfach, es ist schnell genug. Ob es dann wirklich schnell genug ist, sehen Sie ja noch. Und wenn Sie wirklich, es wirklich, wirklich, wirklich eilig haben, dann können Sie ja immer noch eine Kopie von Ihrem Immutable Array zu einem Array machen, in der Annahme, dass Sie es nicht mehr ändern. Weil wenn Sie es ja dauernd ändern, haben Sie ja das Problem der Immutability. Wenn Sie es nicht ändern, gibt es keinen Grund, nicht ein Array zu nehmen, das Sie nicht ändern. Ja? Also müssen halt gucken, wo Sie hinwollen. Anstatt hier Zweiergrüppchen zu nehmen, nehmen wir Fünfergrüppchen. Das hat den Vorteil, dass wir dann nicht so viele Hops machen müssen. Ja, wir müssen jetzt nicht bei jedem vierten Element hüpfen, sondern jetzt bei jedem 32. Element. Das heißt also, es ist jetzt nicht mehr, das ist jetzt witzig, es ist jetzt nicht mehr viermal so lang, sondern 32-mal so lang. Nee, also umgekehrt, ne? Proportional. Also es ist eben nicht mehr so lang. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht in Verwirrung gebracht. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, aber es ist weg. Wie bitte? Ja, das liegt daran, dass wir 32 Bit nicht durch 5 teilen können. Der Martin Oderski hat mal gesagt, aber ich kann das leider nicht verifizieren, was ich jedes Mal dazu sagen muss, weil ich da nichts drüber finden kann. Die hätten im Zusammenhang mit Scala eine Untersuchung gemacht, wie groß Collections sind. Und sind auf einen Schnitt von 4 gekommen. Ja, das heißt also, wenn wir uns hier dieser 32-elementigen Arrays bedienen, sind wir in den meisten Fällen sehr gut bedient. Und bei den Dingen, wo wir große Arrays haben, sind wir immer noch gut bedient, weil wir maximal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hüpfer brauchen, je nachdem wie groß das Ding ist. Und wenn wir wissen, dass das Ding stabil ist, wie gesagt, gibt es keinen Grund, diese Datenstruktur zu wählen, können wir auch eine andere nehmen. Ja. So heißt das, dass irgendwie, also wie groß ist das eigentlich, also dann nehmen wir nicht 4 Gruppchen in unserer Array, sondern die eigentlichen Blöcke sind größer. 32. Also die eigentliche, bevor ich so irgendwie noch eine Ebene dazu nehme, ja, sind die 32. Ja. Okay. Oder beliebig, 32 ist ein gutes, ne? Weil viele Collections sind tatsächlich kleiner als 32. Also jetzt zum Beispiel bei einem Compiler, also auch deswegen beschäftige ich mich damit, wenn Sie sich anschauen in dem Scope, wie viele Variablen haben Sie in dem Scope? 50? Nee, 2 oder 3 oder 5, aber höchstens 32. Also wenn Sie 32 Variablen in einem Scope haben, dann ist es viel. Und Sie sehen also, mit der 32 kommen Sie wunderbar zurecht. Wie heißen diese Bäume? Ich weiß nicht, ob der Baum irgendwie heißt. Also es ist im Prinzip einfach nur ein Baum. Tree ist nicht ganz richtig. Also es gibt diesen Tree, der T-R-I-E geschrieben wird. Das wäre jetzt eine Struktur, die in diese Richtung geht, weil wir, wenn wir schon mal dabei sind. Ja. Ist das nicht sowas wie ein Weber? Ja, sieht aus wie ein Mikrofon. Ja, ja. Sagen wir mal. Weil ich gerade von dem Tree gesprochen habe, also ein Tree ist normalerweise, also mit einem Tree können Sie lustige Sachen machen, wenn Sie zum Beispiel Wörter speichern wollen. Das heißt also, Sie nehmen das Alphabet und dann schauen Sie einfach nach, ob irgendwie, Sie wollen das Wort Hallo nachschauen, dann schauen Sie unter H, ob da ein Eintrag ist. Wenn da ein Eintrag ist, dann haben Sie den nächsten Tree und dann würde da jetzt nicht das H nochmal gespeichert werden müssen, sondern Sie würden da nach dem A suchen. Ja? Das heißt also, Sie haben dann tatsächlich einen Baum, der ist dann strukturiert wie H, A, L, L, O. Und da steht dann Ihr Element, ohne dass Sie das Hallo irgendwo abspeichern müssten. Wenn Sie eine Map machen wollen, dann können Sie sich dieses Arrays bedienen und würden dann auch genauso arbeiten, wie wir das gerade gesehen haben, mit diesen Bit-Ausschnitten.
Der einzige Unterschied wäre, dass sie nicht alle Teile ihres Arrays besetzen, sondern sie versuchen eben bei der Map die Teile zu minimieren. Ja, weil wir hier, na, das ist ein schlechtes Beispiel, da Strukturen haben, die sozusagen voll besetzt sind, hätten sie bei einer Map etwas, wo sie sagen, okay, wenn wir das Ding hier nicht brauchen, naja, dann lassen wir es auch weg. Das heißt, sie haben also so eine Art Sparse Array, wo also praktisch nichts drinsteht. Und man kann also relativ clever, kann man dann dafür sorgen, dass der Aufwand wirklich minimal ist. Und vor allen Dingen dann auch, dass sie die Indizes nicht linear aufbauen, sondern dass, wenn da Löcher drin sind, sie die komprimieren. Das ist Bitfrickelei. Ne? Also wenn sie nichts zu tun haben, dann kann man das dann alles machen. So, jetzt machen wir noch schnell die Queue. Wie sieht eine Queue aus? So. Und jetzt haben wir nur das Problem, dass wir dieses Element entfernen wollen. Ja? Wir möchten also das, was zuerst reingegangen ist in die Queue, ist das, was zuerst rauskommt. Beim Stack oder bei der Liste ist es trivial, das letzte Element, das wir eingefügt haben, wieder rauszunehmen. Ne? Kostet uns nichts. Hier ist blöd. Weil dann müssen wir tatsächlich alles kopieren. Und das ist nicht akzeptabel. Jetzt hat aber die Queue gerade diese Eigenschaft. Und was können wir jetzt da machen? Und eine gute Idee ist, das Problem zu verändern. Wir wissen hier, wenn wir eine Liste haben, wenn wir was hinzufügen wollen, das ist trivial. Ein Element wegnehmen ist auch trivial, indem wir nämlich einfach das vorherige Element nehmen. Wenn wir jetzt ein Listenpaar nehmen, dann können wir, wenn wir ein Element hinzufügen, das trivial hinzufügen. Ja, wir erzeugen, also hier ist unser Paar, wir erzeugen ein neues, eine Kopie von dem Paar, das da unten bleibt gleich und hier fügen wir das neue Element ein. Ja, kostet uns nichts. Wenn wir noch ein Element hinzufügen, dann machen wir das so. Dann sehen wir, die Queue oben bleibt unverändert und unten haben wir eine neue Queue mit einem neuen Element, der 2, und oben referenzieren wir die 1, also das kennen wir schon von der Liste. Und wir haben im Moment nur das obere Element unserer Queue manipuliert. Das machen wir dann weiter. Und jetzt kommt's: Wenn wir ein Element entfernen wollen, dann nehmen wir, was auch immer wir schon haben, und kopieren das umgedreht nach unten. Tada. Das ist trivial. Warum? Naja, wir hängen hier die 3 hin und entfernen die 3 sozusagen, nehmen die 2, hängen die davor, was uns nichts kostet, und dann nehmen wir die 1, hängen die davor, was uns nichts kostet, und das Ganze sieht dann so aus. Und jetzt können wir trivial vom Anfang der Liste unsere Elemente entfernen. Habt ihr gesehen? Nochmal bitte? Das kostet schon was. Das ist genauso teuer, wie die Liste einmal zu ausgeben. Nein, das ist nämlich nicht genauso teuer, weil wir nämlich nur jedes Karte mal diese Liste umgedreht kopieren müssen. Was deutlich günstiger ist, als wenn Sie jedes Mal kopieren wollen. Das machen Sie jedes Mal, aber wenn Sie es machen, dann müssen Sie einmal kopieren. Ja. Also idealerweise haben wir bei der Queue immer nur ein Element drin, was uns nichts kostet. Ja, das heißt, wir fügen das Element ein, nehmen das Element raus, kostet uns nichts. Das Problem ist diese Puffereigenschaft. Und wenn wir jetzt Elemente hinzufügen, bis zu diesem dritten Element, passt. Und jetzt kommt jemand, der sagt, ich will aber was rausnehmen. Und wenn der Zeitpunkt kommt, drehen wir die Liste komplett um und hängen die unten in die Rausnahmeliste sozusagen. Schwupp. Und dadurch, dass wir die sozusagen ideal kopiert haben, dreht sich die Liste halt um, weil das die einfachste Art der Kopie ist. Wir brauchen dazu keinen Stack und nichts. Wir können die einfach da rein kopieren und nehmen dann die Elemente der Reihe nach raus. Oder fügen noch ein Element hinzu, was die Liste unten nicht belastet. Es geht einfach zur Liste nach oben. Wenn die ganze Liste unten weg ist, kann man das wieder holen, aber man kann dann rausnehmen. Oder genau, wir müssen erst dann den oberen Teil kopieren, wenn unten nichts mehr drin ist. Wenn unten jemand was möchte oder nichts drin ist. Wie bitte? Wenn jemand was nimmt, obwohl nichts drin ist. Wenn jemand was nimmt und jemand was hat, ja, also eigentlich ist das haben wollen der Grund dafür, zu gucken, ob was da ist, und wenn was da ist, wird dann von oben nach unten kopiert und dann entnommen.
Frage. Ja. Wo du eben so auf die Performance abgehoben hast, ist es dann nicht eigentlich nachteilig, wenn die Zeitdauern so unregelmäßig sind? Also immer dann, wenn einer was haben will und keine Liste unten ist, erst dann ist es halt teurer, weil ich dann dieses Kopieren muss. Das kann man jetzt noch optimieren, indem man sich anschaut, wie viele Elemente man maximal oben haben möchte, damit nicht kopiert werden muss, wenn unten. Das heißt also, man kann dann noch so ein bisschen spielen und dann sagen, also meine Puffergröße ist bla 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 und wenn die Hälfte der Puffergröße erreicht ist, dann wollen wir und so weiter. Wegen der fortgeschrittenen Zeit, hier steht auch nichts Geistreiches drin, hier wäre jetzt einfach nur gewesen, dass man ein bisschen aufpassen muss mit dem, was man macht. Also wenn man, wir wollen logarithmischen Aufwand und weniger. Das ist ideal. Alles andere bis linear oder sowas oder n-log n ist okay. Sobald wir quadratische Aufwände haben, haben wir ein Problem. Und die Implementierungen, die ihr jetzt heute kennengelernt habt, sind auf jeden Fall gleichwertig zu dem, was wir bei einer Mutable List haben. Ist ein bisschen schlechter, aber in der Regel für das, was wir gewonnen haben, gut genug. Gibt es irgendwelche Fragen? Yes. Wenn die Implementierung von der Map oder was oder von der Liste wüsste, wer darauf referenziert und auf welche Stellen, dann könnte man ja noch besser optimieren. Ne? Also jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten eine Programmiersprache, wo die Implementierung von der Liste wüsste, auf welche Zeichen auf welche Zustände noch eine Referenz existiert. Welche Zustände? Ne, du hast ja vorhin gesagt, ganz am Anfang, ich muss. Wenn dort noch eine Referenz besteht, dann darf die nie verändert werden. Die Sicht von dieser Referenz darf sich nie verändern. Wir haben aber das Problem nicht explizit, weil durch die Wahl unserer Struktur immer gewährleistet ist, dass die Struktur für alte unverändert bleibt. Das heißt, wir müssen uns nicht dafür interessieren, weil wir nichts gemacht haben, was das gefährden würde. Ja, ja genau. Aber da hat es ja gezeigt, dass an manchen Stellen muss man halt ein bisschen mehr kopieren, als vielleicht gut wäre oder wir uns wünschen würden. Aber ja. Wäre das eine Optimierung, wenn man das wüsste, wenn die Implementierung wüsste, wer auf welche Stellen Nein. zugreift? Dann haben wir wahnsinnige Probleme, weil dieses, wer hat schon mal jemand versucht, in C++ einen Pointer zu implementieren? Macht man nicht. Also ganz blöd. Also sobald man eben Zähler hat oder sowas in einem Multithreaded-Kontext, nee. Also da kopiere ich lieber 20 Mal, bevor ich einmal blockiere und dann halt 10.000 Instruktionen warten muss. Ja. Zu der Frage, ich glaube, es geht eher darum, dass man Garbage Collection braucht, um mit solchen Datenstrukturen meistens zu arbeiten, weil Garbage Collection wird dann die unnötigen Kopien einmal irgendwann mal aufsammeln und wegschmeißen und dann explodiert man nicht in den Speicher, dass man dann haufenweise zurück. Also, okay. Aber Swift macht genau das, was du vorschlägst, ja. Okay. Weil da kann man testen, ob es gibt eine Operation, du kannst schauen, ob eine Sache nur von einem reflektiert wird. Ja. Also ich befürchte, wegen des Nachfolgenden, nicht, dass ich nur noch 2 Minuten hätte, wegen des nachfolgenden Vortrages bleibt uns keine Zeit, darauf einzugehen. Also Swift macht es völlig anders, weil die nur referenz-countende Referenzen haben, Pointer haben, und die haben dann das Problem, dass sie diesen Counter, also Multithreaded, sicher machen müssen. Genau. Ein Counter Multithreaded sicher machen zu müssen, ist schon aufwendig genug. Ja, also brauchen wir ein Atomic Int oder sonst was, es braucht auf jeden Fall länger, als wenn wir einfach einen Zähler hätten. Und wir verzichten einfach auf den Zähler, weil wir sagen, wir haben das Garbage Collection Problem nicht, wir müssen uns nicht um die Freigabe des Speichers kümmern, das macht ja irgendjemand anders. Davon bin ich einfach stillschweigend ausgegangen, dass wir uns da nicht drum kümmern müssen. Und die von Swift haben ja noch völlig andere Probleme wegen ihrer Referenzzählerei mit den zirkulären Abhängigkeiten. Dann haben die da Pointer und Weak Pointer und nee, wollen wir alles nicht haben. Also wir kopieren lieber 20 Mal zu viel, als dass wir einmal zählen und uns verzählen. Ja? Ja. Du hast am Anfang Clojure erwähnt. Implementieren die zum Beispiel die Map genauso? Ja. Also nicht genauso, also sondern wie dieses Komprimieren. Aber umgekehrt muss man jetzt sagen, die Java-Leute implementieren das genauso wie die Clojure-Leute. Ja, weil der Rick Hickey hat einen sehr guten Job gemacht. Ja. Also es gibt immer so wieder gelegentlich solche schönen Implementierungen. Auch bei Scala sind also ganz tolle Sachen bei rausgekommen, die irgendjemand in seinem Kämmerlein gemacht hat und die wirklich nachahmenswert sind. Ich kann nur die Empfehlung geben, bevor ich schließe. Dass, wenn man die Gelegenheit hat, mal in solchen Source Code reinzuschauen, macht mal.
Also kann man eine Menge bei lernen und oder eben auch einfach mal nach Vorträgen gucken, die es damit beschäftigen. Da muss man nicht so viel lesen, dann bekommt man das in einer schöneren Darreichungsform. So, vielen Dank.